Nicht den Krieger, der mich hier verkohlt hat. Also um 22.12 Uhr haben Sie den Einsatzbefehl bekommen. Was sagten die Einsatzzentrale über den Mitteiler? Ja, ein anonymer Anrufer behauptete, in der Tiefgarage in der Leonardstraße liege auf Platz 55 eine Leiche. Die meisten Leute hier sind oben in der Diskothek und da gibt es noch zwei Restaurants im Haus. Fangen wir mal mit der Diskothek an. Wird wohl am besten passen. Dankeschön. Bitte hören Sie mir einen Moment. Einen Moment bitte, wir sind von der Kriminalpolizei. Unten in der Garage ist jemand erschossen worden. Sein Name ist Egon Sebald. Wer kennt ihn? Das ist doch Blackie. Nur reden Sie doch nicht drum rum. Sie werden doch wissen, ob ein Mann oder eine Frau angerufen hat. Ja, es war eine Frau. Na also, hat sie Blackie gesagt oder Sebald? Blackie, sie sagte Blackie. Ich habe es jetzt auch nicht gewusst, dass er Sebald heißt. Und dass das Licht an seinem Wagen brennt? Ja. Haben Sie die Stimme erkannt? Nein. War es eine junge oder eine ältere Stimme? Hochdeutsch oder Dialekt? Das kann ich alles nicht sagen. Bei dem Krach hier, da muss man froh sein, wenn man überhaupt was versteht. Bitte, Frau Binzer, kann ich die Ute sprechen? Ja, was ist denn los? Bitte, ich muss die Ute sprechen. Ja, kommen Sie rein. Ute! Na, du siehst ja aus. Komm rauf. Und obwohl ihr die dicksten Freunde von Blackie seid, will keiner von euch nachgesehen haben, warum er so lange wegbleibt? Die Polizei wurde von einem Mann verständigt. Alle Anrufe in der Funkzentrale haben wir auf Band. Alle. Also, war einer von euch der Anrufer? Nachdem er dich so verprügelt und so zugerichtet hat, läufst du ihm noch in die Diskothek nach? Ja. Warst du in der Garage? Ich muss das wissen. Nur das, mehr nicht. Ich will nichts von dir hören, kein Geständnis, nur warst du in der Garage? Ja. Hat dich jemand gesehen? Gibt es irgendjemanden, der dich gesehen hat? Denk nach, ich kann dir nicht helfen, wenn ich das nicht weiß. Es hat mich niemand gesehen. Niemand? Nein. Er hat dich verprügelt, so zugerichtet, dass du das Haus nicht verlassen konntest. Dein Vater und dein Bruder, wo waren die? Die waren nicht da. Sebald ging weg, du hast mich angerufen, mir alles erzählt, ich bin sofort zu dir gekommen. Ich war die ganze Zeit bei dir. Hast du verstanden? Wir waren die ganze Zeit zusammen, du hast die Wohnung nicht verlassen. Ich bezeuge es. Keine Angst. Wir müssen nur fest dabei bleiben. Hansi hat mich gesehen. Er kam gerade nach Hause, als ich wegging, um hierher zu kommen. Hansi ist doch in Ordnung. Der steht doch zu dir, hat immer zu dir gehalten. Du bleibst hier. Ich fahr los und spreche mit ihm. Gib doch nicht so an. Schmeckt dir doch überhaupt nicht, dass er seit Wochen nur mit Manuela zusammen ist. Manuela, ist sie hier? Nö, die habe ich heute noch nicht gesehen. Wie heißt Manuela noch? Oh, das weiß ich nicht. Ist er allein? Ja. Sprechen. Hansi, es ist etwas Entsetzliches passiert. Blackie ist tot. Er ist erschossen worden. In der Garage von der Diskothek. Zieh endlich den Revolver! Du hast gesehen, wie Manuela aussah? Ja. Blackie hat sie heute Abend fürchterlich verprügelt und ist dann in die Diskothek gefahren. Jetzt hör mir mal ganz genau zu, Hansi. Wenn dich jemand fragt, du weißt von gar nichts. Du bist nach Hause gekommen, es war niemand da. Hast du verstanden? Du hast Manuela nicht gesehen. Ja? Ja, ist gut. Wer ist das? Mein Vater? Der hat einen Schlüssel. Wir wollten nur mit ihm verhandeln. Guten Abend, wir sind von der Kriminalpolizei. Das sind welche von der Polizei. Guten Abend. Wir möchten gerne von Herrn Strobel sprechen. Sind Sie das? Nein, ich bin Ute Bilser, Sozialarbeiterin.
Sozialarbeiterin. Ich betreue Manuela Strecke. Hansi, gehst du mal eben raus? Manuela hat mehrmals mit dem Jugendgericht zu tun gehabt. Und sie gehört zu den Jugendlichen, mit denen ich als Sozialarbeiterin zu tun habe. Mhm. Wo ist sie? Ist sie nicht hier? Sie ist bei mir zu Hause. Sie schläft heute Nacht bei mir. Hier ist nämlich etwas vorgefallen. Was ist denn vorgefallen? Manuela hat einen Freund, der sie heute Abend entsetzlich verprügelt hat. Und in ihrer Verzweiflung hat sie mich angerufen. Ich habe sie mit zu mir nach Hause genommen. Weswegen fragen Sie nach ihr? Sagen Sie, dieser Freund, von dem Sie da sprechen, wissen Sie, wie er heißt? Er heißt Sebald. Egon Sebald ist vor 2 Stunden ermordet worden. Ermordet? Ja, wurde durch den Anruf einer Frau in die Garage einer Diskothek gelockt und da erschossen. Das war fast vorauszusehen. Ich kenne ihn ziemlich genau. Dieses Ende wundert mich nicht bei diesem Mann. Also halten wir mal fest, Manuela Stroppe wurde von ihrem Freund Egon Sebald verprügelt. Wo war das hier? Hier in der Wohnung, ja. Wann waren das? Können Sie die Uhrzeit sagen? Zwar etwa gegen 9, eher früher. Ich fuhr sofort hierher. Wann waren Sie hier? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie noch mal nach der Uhrzeit frage. Wo wohnen Sie und wie lange haben Sie dazu gebraucht? Ich wohne etwa 20 Minuten von hier entfernt. Ich bin sofort losgefahren. Ich war also gegen 9:30 hier. Warum fragen Sie so ausführlich nach der Uhrzeit? Ja, es ist wichtig für uns. Wir suchen den Täter. Sie denken doch nicht etwa, dass es Manuela gewesen sein könnte. Es ist möglich. Das ist ganz ausgeschlossen. Ich war die ganze Zeit mit ihr zusammen. Wann ist denn der Mord passiert? Ungefähr um 21.30 Uhr. Dann hat sich ihr Verdacht erledigt. Um 21.30 Uhr war ich ganz sicher hier mit Manuela. Dann haben Sie Manuela mit nach Hause genommen. Warum? Sebald konnte doch wiederkommen. Der ist der Typ, der ein Mädchen als sein Eigentum betrachtet, über das er verfügen kann zu jeder Zeit und besonders natürlich zur Nachtzeit. Aus diesem Grunde habe ich gesagt, komm mit. Wenigstens heute Nacht, komm mit und schlaf bei mir. Denn hier in diesem Milieu hat sie keine Hilfe zu erwarten. Der Vater ist schwerer Alkoholiker, brutal, kriminell. Und der Bruder ist völlig hilflos, schwach. Das Mädchen ist also jetzt bei Ihnen? Ja. Warum sind Sie noch einmal hierher gekommen? Ich wollte Herrn Stroppe erklären, warum Manuela bei mir übernachtet. Das hätten Sie doch telefonisch machen können. Ach, ich glaube, das können Sie schon mir überlassen, wenn ich es für richtig halte, mit ihm persönlich zu sprechen. Ja, natürlich. Ja, wer weiß, wann der nach Hause kommt, nicht? Wir würden jetzt sehr gerne mit dem Mädchen sprechen. Würden Sie uns zu ihr bringen? Oh, das Mädchen ist in einem fürchterlichen psychischen Zustand. Fragen sind ihr heute nicht mehr zuzumuten. Das würde auch überhaupt nichts bringen. Na gut, dann werden wir Sie morgen befragen, ja? Das ist besser, ja. Das ist der Bruder. Das ist Hans, ja. Sie waren nicht zu Hause heute Abend? Nein. Sagen Sie uns, wo Sie waren? Na, wo Jungs sich schon so rumtreiben, nicht? In Spielhallen. Der braucht mindestens so viel Hilfe wie Manuela. Sie waren nicht in der Wohnung, als Blackie, Sie kennen doch Blackie, als sie Ihre Schwester geschlagen hat. Na, sag doch. Nein, ich war nicht hier. Aber Sie wissen, dass er Sie geschlagen hat? Ich habe es ihm gesagt. Guten Abend, Herr Stroppe. Was sind das für Leute? Polizei. Hast du was ausgefressen? Nur mal langsam. Es geht um Manuela. Blecke hat sie verprügelt. Na und? Ist das ein Grund, die Polizei zu holen? Blecke ist erschossen worden. Was? Erschoss? Ja. Das ist nicht schlecht. Aber was haben wir denn damit zu tun? Nichts, Herr Stroppe, das habe ich schon gesagt. Überhaupt nichts. Die Polizei kam her, weil Manuela und Blackie befreundet waren. Und in diesem Zusammenhang wollten sie vernehmen. Wo ist sie denn? Ich habe sie mit zu mir nach Hause genommen. Sie schläft heute Nacht bei mir. Was soll das denn? Weil sie völlig fertig ist. Sie kommt morgen zurück. Gute Nacht. Komm mal her. Na komm schon. Was ist hier eigentlich los? Holen Sie mal ein Mädchen raus aus so einer Umgebung. Fast unmöglich zu verhindern, dass ein Kind die Gewohnheiten und die Denkweisen annimmt, die ihm ständig vorgeführt werden. Ich kämpfe wie eine Verzweifelte. Kommen Sie bitte morgen mit mir zu uns ins Präsidium, ja?
Erzähl doch nicht, dass Sie deswegen hier waren. Klar, Mann. Ob Manuela was damit zu tun hat mit dem Mord. Er hat doch gesagt, Blackie ist erschossen worden. Hältst du mich denn für blöd? Das habe ich doch gehört. Wo ist denn der Revolver? Du weißt doch, dass ich hier einen Revolver habe. Der ist weg. Wo ist der? Was ist das für ein Kommen und Gehen? Was passiert hier eigentlich? Darf ich das erfahren? Soll das Mädchen bei dir oben bleiben? Ja, Mama, heute, vielleicht für ein paar Tage lang. Es sieht aus, als sei sie in einem Mordfall verwickelt. Mordfall? Und da bringst du sie hierher? Weil ich mich für sie verantwortlich fühle. Es ist dir ja bekannt, was ich für einen Beruf habe. Ja, ja, das weiß ich. Und ich habe dir nie verheimlicht, dass mir ein anderer lieber gewesen wäre. Aber du bist ja eine unverbesserliche Idealistin. Man kann Menschen nicht verändern. Das habe ich dir immer gesagt und ich bin auch heute noch der Meinung. Mordfall. Ist es richtig, dass ich mich hier hingelegt habe? Ja. Ja, das ist in Ordnung. Ich gebe dir da meine Salbe drauf. Die Polizei war bei dir zu Hause. Was wollten sie? Mit dir sprechen, natürlich. Sie haben herausbekommen, dass jemand Blackie zu seinem Wagen gerufen hat und dass es eine Frau war. Warst du es? Ja. Ich habe ihn nicht erschossen. Gut. Und dabei bleiben wir. Diese Brutalität. Aber dieses Kapitel ist ja nun vorbei. Ich bin letzten Endes froh darüber. Ich akzeptiere, was passiert ist. Ganz abgesehen davon, dass einem gar nichts anderes übrig bleibt. Halt still. Wir kriegen das schon wieder hin. Morgen sieht das viel besser aus. Was hast du der Polizei gesagt? Ich habe gesagt, dass ich die ganze Zeit bei dir gewesen bin. Dass du zur Mordzeit zu Hause gewesen bist, was ich bezeuge. Sie wollen dich morgen sehen. Mit dir selber sprechen. Kein angenehmer Junge, was? Was hat er denn alles drauf? Ja, eigentlich alles nur Kleinigkeiten. Körperverletzung, Hausfriedensbruch. Keine großen Sauereien dabei. Die gekommen wären wie das Amen in der Kirche. Verdacht auf Rauschgifthandel? Ja, er hat eine Menge Anlagen gehabt. Aber keine guten. Da sind wir. Du weißt, was sie sagen muss? Ja, ich weiß. Beantworte nur ihre Fragen so knapp wie möglich. Ja. Also? Ach. Danke, Herr Oberinspektor. Guten Tag, Fräulein Wilson. Das ist Fräulein Struppe. Guten Tag. Na, nicht schlecht. Das sah gestern noch viel schlimmer aus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Bitte setzen Sie sich. Fürchterlich, wir haben Sie überschminkt. Ja, please. Und so zugerichtet hat sie Egon Sebald. Ja. Ihr Freund. Na, Freund kann man da nicht sagen. Er hat sie vollkommen beherrscht. Sie kennen das Milieu. Sie wissen, dass ein junges Mädchen da kaum Chancen hat, sich durchzusetzen, sich zu wehren. Ich will damit sagen, er hat sie zu seiner Freundin gemacht. Also von Zustimmung, von aus dem Gefühl heraus, kann da keine Rede sein. Ich würde sehr gern mit Manuela, nicht wahr? Ja. Hm. Ich würde gern mit ihr sprechen. Wozu? Entschuldigung, aber bestimmte Dinge, von denen hier die Rede sein wird, kann ich besser erklären. Ich kenne Manuela und kenne die Verhältnisse, in denen sie lebt, seit langer Zeit ganz genau. Sie werden zu Wort kommen, da bin ich ganz sicher. Bitte. So, Manuela. Sie waren die Geliebte von Blackie. Ja. Sie hatten einen Streit miteinander gestern Abend. Mhm. Worum ging's da? Ich weiß es nicht mehr. Sie wollen nicht darüber sprechen? Nein. Wann hatten Sie diesen Streit? Wie viel Uhr war's? 9. Wieso wissen Sie die Zeit so genau? Ich weiß nicht. Es war eben 9. Gut. Blackie ging dann. Sagt ihr ihn wohin? Nein. Oder wussten Sie es? Ich meine, vielleicht, weil er doch jeden Abend in diese Diskothek ging. Hm. Ich habe dann Ute angerufen. Gut. Ja, Frau Bilser. Hm. Ich habe ihr erklärt, was passiert ist. Dass er mich geschlagen hat und wie ich aussehe. Und da sagte sie, ich komme sofort. Sie haben das Haus nicht verlassen.
Nein. Wann war Fräulein Bilser bei Ihnen? Um 9:30. Haben Sie auf die Uhr gesehen? Ja. Ja, es war 9:30. Ist doch gut gegangen, nicht? Ja. Ich habe unheimlich Angst gehabt. Das habe ich gemerkt. Du warst ganz schön nervös. Weißt du nicht, dass meine Hände gezittert haben? Jetzt hast du es überstanden. Wir haben es überstanden. Warum lachst du? Weil alles so leicht gegangen ist. Ich bin so froh, dass er tot ist. Ach, das ist gut, dass Sie noch da sind. Ich habe eine Frage an Sie, Fräulein Bilser. Ja? Erlauben Sie einen Moment, ja? Bitte. Manuela wollte mir nicht sagen, was der Anlass des Streites zwischen ihr und Sewald gewesen ist. Kennen Sie ihn? Ja, den kenne ich. Also Sewald hatte einen Freund, Fred Russer. Der wollte Manuela mal haben. Mal mit ihr schlafen. Nicht umsonst natürlich. Und Sewald war einverstanden. Das sagte Manuela. Er sagte, Manuela, ich hab's Russer versprochen, er darf mal mit dir. Manuela sagte, ist verrückt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und so kam es dann. Sie hat sich gewehrt gegen diese Zumutung. Sie wissen doch, was daraus geworden wäre. Prostitution. Ich verstehe. Sie ist gefährdet. Und sowas wie Abwehrkräfte können sich in dieser Umgebung, in ihrer Umgebung, in ihrem Lebensumfeld nicht entwickeln oder nur sehr schwach entwickeln. Sie selbst weiß nicht, an welchem Abgrund sie spazieren geht. Aber ich weiß es. Und ich kämpfe um dieses Mädchen, weil sonst niemand tut. Tut mir leid, wenn wir stören. Bitte Sie, Sie stören doch nicht. Haben Sie den Mörder? Nein, den haben wir noch nicht. Es geht uns um den Anruf, mit dem Sewald in die Garage gelockt wurde. Eine weibliche Stimme, wie der Kellner sagt. Ja, ja. Ja, nun haben wir die Freundin von Sewald überprüft. Aha. Sie war es nicht, sagt sie. Sie hat nicht angerufen. Sie hat doch das Haus nicht verlassen. Das ist nicht zu widerlegen. Und wieso nicht? Sie hat einen Zeugen dafür. Einen Zeugen? Ja, und zwar eine Sozialarbeiterin. Ute Bilser, kennen Sie sie? Ja, die kenne ich. So eine Art Seelenengel. Was ist mit der Zeugin, sagten Sie? Ja, sie war zur Tatzeit mit Manuela Stroppe zusammen. Sagt sie das? Ja, das sagt sie. Was wundert Sie daran? Nichts. Ich hatte das ein bisschen eine Idee im Hinterkopf. Das heißt, wir alle hatten die Idee. Vielleicht die Kleine von Blackie ein bisschen durchgedreht hat. Aha. Das halten Sie für möglich? Ja, wenn Sie mich fragen, ja. Die Kleine hat ein irres Temperament. Aber sie hatte jetzt einen Zeugen. Was für einen? Tja, und das heißt, dass wir den Anrufer, den Mörder oder die Mörderin, woanders suchen müssen. Wir wollen mal zusammen mit Ihnen überlegen, wer noch in Frage kommen könnte. Ich meine, Sie sind doch auch interessiert, dass der Mord aufgeklärt wird. Ja, und ob? Blackie war mein bester Freund. Er war wie mein Bruder. War er das wirklich? Ich schwöre. Da kann sie. Ich will nur ein paar Sachen von Manuela holen. Kommt sie denn nicht wieder? Sie bleibt ein paar Tage bei mir, Hansi. Das ist besser so, bis sie sich beruhigt hat. Der Mord. Ja, das hat sie alles ganz schön geschafft. Was machen Sie denn? Was soll das? Ich hol ein paar Sachen für Manuela. Wieso denn? Sieht die aus? Nein, Herr Struppe, sie will nur für ein paar Tage bei mir wohnen.
Die soll herkommen! Und zwar sofort! Ich habe mich jetzt zurück. Herr Stroppe! Haben Sie mich verstanden? Ja, ich habe Sie verstanden. Aber ich habe gute Gründe, es für richtig zu halten, dass Manuela für ein paar Tage bei mir bleibt. Die soll herkommen! Haben Sie mich verstanden? Lassen Sie mich los, Herr Stroppe. Auch ich habe, was Manuela betrifft, Rechte. Das wissen Sie. Und ich muss Sie bitten, das zu respektieren. Die soll herkommen, weil ich mit ihr reden muss. Na, Volker? Weniger. Wir sind wohl sehr zurückhaltend. Ja, das sind sie. Aber dieser Russe, ne? Ich weiß, aber ich weiß. Den werde ich mir noch mal vorknöpfen. Da ist er wieder, der seinen Namen nicht nennt. Ja, bitte. Mein Name ist Russa. Kenne ich nicht. Wie? Doch, wir kennen uns. Wir haben uns schon mal gesehen. Ich bin ein Freund von Blacky. Was wollen Sie? Was ich will? Ich wollte Sie nur fragen, ob es stimmt, was ich gehört habe, dass Sie der Manuela ein Alibi gegeben haben. Ich verstehe Sie nicht. Was meinen Sie? Das ist ganz schön erschrockend, die Stadt, das musst du mal hören. Sie haben der Polizei erzählt, dass Sie in der Wohnung von Manuela waren. Und dass Manuela die Wohnung die ganze Zeit nicht verlassen hat. Da haben Sie aber ganz schön geschwindelt. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass es Leute gibt, die das wissen, dass das nicht stimmt. Hallo? Scheint kein angenehmes Gespräch gewesen zu sein. Was wollte der Mann? Hansi, Manuela sagt, du weißt, wo Russa wohnt. Was willst du von dem? Nur was fragen, kennst du ihn gut? Ich würde nicht hingehen zu dem. Hast du ihm was gesagt? Hans, was weißt du überhaupt? Ich sag doch nichts. Mir ist doch recht, was dem Seewald passiert ist. Es geht darum, Hans Manuela zu helfen. Nur darum geht es. Ja. Und den ist wirklich nicht schade. Komm, zeig mir Borussia. Da rein, erster Stock, er ist da. Woher weißt du das? Seine Maschine steht da. Soll ich warten? Kommst nach Hause, den machen Sie. Hallo. Komm mal rein. Bei Ihnen muss mir einfach alles gefasst sein. Jetzt besuchen Sie mich sogar. Bitte? Ich bin ja sprachlos. Aber sagen Sie mir nichts. Lassen Sie mich raten. Ich glaube, ich hab's. Das hat sie umgehauen, dass ich gesagt habe, sie haben vor der Polizei eine falsche Aussage gemacht. Kann das sein? Sind Sie deswegen da? Wie kommen Sie darauf, mich anzurufen und das zu sagen? Bitte schön, setzen Sie da doch. Ich frage mich auch etwas. Nämlich, warum Sie die Polizei anlügen. Ich finde das ja wahnsinnig aufregend. Aber warum machen Sie das? Wieso sind Sie so sicher, dass ich... meine... Dass Sie gelogen haben? Bringen Sie das nicht über die Lippen? Die Sache ist ganz einfach. Der Kellner in der Diskothek, der den Anruf entgegengenommen hat, hat die Stimme erkannt. Hat er mir gesagt. Es war Manuela. Aber der Mann hat doch ausgesagt, dass es dort... Glauben Sie denn, dass so ein Mann vor der Polizei irgendetwas aussagt? Sondern sagt doch zunächst einmal immer, ich habe keine Ahnung. Zunächst einmal. Tun Sie nicht alles für das Mädchen? Guten Abend. Was
Was wollen Sie denn da? Ich hatte das Gefühl, wir haben noch nicht zu Ende geredet und... Nein. Bleiben Sie doch! Wir können auch noch mal miteinander reden. Was wollte denn Frau Wilser von Ihnen? Nichts. Keine Ahnung. Das ist ein Typ, der ist immer beruflich unterwegs. Mhm. Und doch gesagt, so ein Seelenengel. Vielleicht bin ich jetzt dran. Was verschafft mir denn das Vergnügen so spät am Abend? Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen, dass Sie, ein so guter Freund von Sebald, sein Bruder, wie Sie sagen, dass Sie keine Ahnung haben sollten, wer ihn angerufen hat. Wer ihn in die Garage bestellt hat, darüber wollte ich mit Ihnen reden. Ich hatte ganz einfach den Eindruck, Sie halten damit irgendwas zurück. Ich halte mit nichts zurück, mit gar nichts. Und wenn Sie mich sprechen wollen, dann bestellen Sie mich ins Büro. Aber belästigen Sie mich am Abend gefälligst nicht. Habe ich Sie so sehr gestört? Guten Abend, Frau Wilser. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie so überfalle. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich wollte nicht im Hause auf Sie warten, wegen Manuela. Gibt es denn ein Lokal, wo wir uns unterhalten können? Nein, um diese Zeit ist ja alles schon zu. Mhm. Setzen Sie vielleicht in meinen Wagen. Wie Sie wollen. Was wollten Sie denn bei Russa? Ich wollte ihn fragen, ob er was Näheres über den Mordfall weiß. Im Interesse Manuelas. Sie haben sie doch verdächtigt und tun es vielleicht noch? Nein, das tue ich nicht. Das kann ich gar nicht. Denn Sie haben ihr ja ein Alibi gegeben. Ja, das stimmt. Fräulein Wilser? Ja? Sie sind außergewöhnlich engagiert in Ihrem Beruf. Wenn man das nicht ist, hat man keinen Erfolg. Ohne Engagement geht das nicht, wenn man diesen Beruf gewählt hat. Da muss man eben mit Haut und Haaren dabei sein. Aber zu Manuela haben Sie doch eine besonders intensive Beziehung. Ja, natürlich habe ich die. Ich kenne dieses Mädchen genau, weiß, wo sie gefährdet ist, wie, wann und durch wen. Kenne ihre Umgebung genau. Forschen Sie mal nach Ihrem Vater nach. Das haben wir schon getan. Seine Akten sind trostlos. Manuela ist ohne jeden Halt aufgewachsen. Sie erlag jeder Verführung, weil sie als solche nicht erkannte, nicht erkennen konnte. Und genau das hat sie bald gewusst. Nicht mit seinem Verstand, sondern rein mit seinem animalischen Instinkt. Und er hat mit mir gekämpft. Ja, er hat mit mir gekämpft, so kann man das nennen. Um dieses Mädchen gekämpft. Als wollte er mir beweisen, dass alle meine Anstrengungen, die ich mache, vergeblich sind. Dass meine ganze Arbeit illusorisch ist. Verstehen Sie mich? Ja. Ich habe Ihnen genau zugehört, Frau Böse. Wie weit würden Sie gehen, um das Mädchen, für das Sie sich da so verantwortlich fühlen, zu schützen, vor Schaden zu bewahren? Wie meinen Sie das? Es hört sich an, als würden Sie eine ganze Menge dafür tun. Ja, natürlich. Finden Sie es falsch? Manuela ist verloren, wenn man ihr nicht hilft. Der Tod von Sebald... wird sich aufklären, ich bin überzeugt. Es wird sich herausstellen, dass Manuela nichts damit zu tun hat. Darf ich einen Augenblick mit reinkommen? Wozu? Ich möchte gerne sehen, in welcher Verfassung Manuela ist. Nur einen Moment, ja? Jetzt hören Sie mal zu. Sie sind Gast hier in diesem Hause. Benehmen Sie sich dementsprechend und nehmen Sie wenigstens auf mich Rücksicht. Hör mal bitte mal zu, Mama. Ich muss mich berichtigen. Ich habe da was durcheinander gebracht. Gestern war ich tatsächlich nicht zu Hause. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen dann falsche Auskunft gegeben habe. Ich kann ja gar nichts dazu sagen, wann meine Tochter und Manuela nach Hause gekommen sind. Bitte um Entschuldigung. Das macht nichts. Kommen Sie bitte morgen zu mir ins Präsidium. Präsidium? Ja, dritter Stock. Gute Nacht. In was werde ich da reingezogen? Kann ich das vielleicht erfahren? Ja, was verschweigst du denn und aus welchem Grund? Will man mich zum Komplizen machen? Kommen Sie bitte herein, Frau Böse. Ich kann keine falsche Aussage machen.
Das heißt also, dass Manuela Stroppe kein Alibi hat. Hier ist der Haftbefehl gegen Manuela Stroppe. Dann holt sie her. Ist sie noch bei Ihnen? Nein, ihr Vater hat sie heute Morgen mit nach Hause genommen. Ich konnte nichts dagegen tun. Sie werden sich wegen dieser Falschaussage verantworten müssen. Guten Tag, der Haftbefehl gegen Manuela Stroppe. Guten Tag. Ihr guten Tag interessiert mich nicht. Sagen Sie mir lieber, was Sie wollen. Wir müssen Ihre Tochter Manuela festnehmen. Manuela! Was schauen Sie so? Ich hab die normal verdroschen. Die kann jetzt nicht mal mehr auf dem Stuhl sitzen. Du bist verhaftet! Hast du verstanden? Ute, ich konnte nicht anders. Versteh doch, Kind. Es war das erste Mal, dass ich mit der Polizei zu tun hatte. Ich war dem einfach nicht gewachsen. Sehr gut, Mama. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich wollte lügen. Aber du konntest es nicht. Nein. Also, Manuela. Sebald holte sie ab aus ihrer Wohnung. Es kam zum Streit zwischen ihnen, er schlug sie. Ich kann mir vorstellen, was in ihnen vorgegangen ist. Es ging da wohl viel weniger um die Schläge, als um das, was er von ihnen verlangt hat. Kannst du ihn nachfühlen? Das können sie nicht. Ach doch, das kann ich. Ich weiß, wie einem zumute ist, wenn man einer Sache so völlig ausgeliefert ist. Verzweiflung, Hilflosigkeit, Wut, Zorn. Das Gericht wird die Situation, in der sie sich befanden, berücksichtigen. Da bin ich ganz sicher. So. Und jetzt erzählen Sie mal, was passiert ist. Ich lag auf dem Boden. Ich hörte, wie er die Wohnung verließ. Mein ganzer Körper tat mir weh. Mein Gesicht brannte. Er hat mich nicht nur geschlagen, sondern auch getreten. Alles schmerzte. Ich konnte kaum aufstehen. In der Küche habe ich mir das Blut abgewaschen. Habe mich im Spiegel angesehen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie wütend ich war. Ich wusste, dass mein Vater dort einen Revolver versteckt hatte. Ich habe dann Ute angerufen. Ich habe ihr gesagt, was der mit mir gemacht hat. Und ich habe ihr auch gesagt, dass ich ihn umbringen werde. Von einer Telefonzelle in der Nähe der Diskothek lockte ich ihn mit einem Vorwand in die Garage. Er kam nicht. Ich wartete und wartete und fing auf einmal zu weinen an. Der Revolver fiel mir aus der Hand. Ich habe ihn nicht mehr aufgehoben. Ich bin nur gelaufen. Nur gelaufen. Nur weglaufen. Ich habe ihn nicht erschossen. Ich war es nicht. Ich schwöre Ihnen, ich war es nicht. Ist Ihre Tochter da, Frau Wese? Ja. Sie ist oben. Aber sie macht mir die Tür nicht auf. Bitte. Danke. Einen Teil der Geschichte kenne ich jetzt. Ich weiß, dass ich Ihnen den anderen Teil schuldig bin. Und Manuela natürlich. Sie rief mich an. Sie sagte, sie werde ihn umbringen. Sie habe einen Revolver und werde ihn töten. Ich versuchte alles, um sie davon abzuhalten. Sie war nicht mehr zurechnungsfähig. Sie wollte ihn in die Garage locken und dort umbringen. Ich dachte, fahr hin, sie darf es nicht tun. Ich dachte, hilf mir Gott, dass ich das verhindere. Ich sah sie weglaufen. Sie hat mich überhaupt nicht wahrgenommen. Ich dachte, ich bin zu spät gekommen und lief weiter in die Garage hinein. Und da sah ich den Revolver am Boden liegen. Nahm ihn auf. Ich wollte ihn einstecken, verbergen. Und da kam Sebald.
Ich kann nicht erklären, wie das passiert ist, wie ich das tun konnte. Aber auf einmal dachte ich, dass es gut wäre, wenn es diesen Menschen nicht mehr geben würde. Gut für Manuela. Und überhaupt, dass es gut wäre. Es geschah, ohne dass ich es wollte. In Trance. Ich muss Sie bitten, mitzukommen.